liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Carlius TV, herzlich willkommen. Ich habe über den Satz weiter nachgedacht, mit dem ich Sie gestern entlassen habe. Wenn Mose sagt, wenn das Volk nicht mehr ist, will ich auch nicht mehr sein, weil dann meine Sendung ja auch sinnlos geworden ist. Das ist ja auch irgendwie befremdlich. Wann könnte ich denn überhaupt nicht mehr sein wollen? Ich kenne Menschen, die schreckliche Schicksalsschläge erlebt haben, wo ihnen sozusagen die ganze Familie und alles, was ihnen lieb ist, genommen worden ist und sie dann auch nicht mehr sein wollen. Aber ist das ein Grund, nicht mehr sein zu wollen? Ganz schwierige Frage. Wir sehen hier jedenfalls, dass es eine ganz tiefe innere Verbindung zwischen Mose und seinem Volk gibt. Eine, die uns vielleicht heute befremdet. Im Gegenteil sogar, die auch missverstanden werden kann im Sinne des völkischen Denkens. Das haben wir ja auch. Also, dass sich der Einzelne so sehr mit seinem Volk identifiziert, dass daraus eine Überlegenheit sozusagen des Kollektivs vor dem Einzelnen behauptet wird. Dann kann nämlich auch das Kollektiv, nämlich das Volk, vom Einzelnen fordern, dass er sich für das Volk opfert. Dann sind wir eben schon wieder beim Evangelium. Es ist besser, dass einer für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht, sagt der Kaiaphas vom Hohen Rat, aus Angst davor, dass Jesus, wenn er jetzt in Jerusalem einzieht, lauter Anhänger um sich schart und dann die Römer kommen und wieder ein Blutbad anrichten. Das schadet dem Volk und deswegen muss Jesus getötet werden. Ich kann also nicht einfach nur sagen, gut ist das, was meinem oder dem Volk nützt. Oder, wenn es rassistisch wird, dem deutschen Volk nützt. Oder dem, ich weiß nicht, was Volk nützt, was meinem Volk im Unterschied zum Volk der anderen nützt, dann haben wir den Universalismus auch hinter sich gelassen. Trotzdem darf es doch offensichtlich so etwas geben oder ist es eine Erfahrung, dass Menschen mir so nahe sein können, dass ihr Verlust für mich einem Selbstverlust gleichkommt. Es gibt tatsächlich tiefe innere Verbundenheiten zwischen Menschen, die dann dem Leben einen Sinn geben. Und dann gibt es etwas Zweites, was bei Mose auch der Fall ist. Ich habe in meinem Leben einen Auftrag. Ich habe eine Sendung. Das gibt ja meinem Leben einen Sinn. Und was ist denn, wenn dieser Auftrag vollkommen gescheitert ist? Dann verliert mein Leben auch seinen Sinn. Vielleicht steckt ja auch diese Frage mit drin, wenn Mose sagt, nimm ihre Sünde von ihnen, wenn nicht, dann streiche mich aus dem Buch, das du angelegt hast. Du hast mir den Auftrag gegeben. Ich bin gescheitert, gemeinsam mit dem Volk. Dann nimm mich. Dann will ich auch nicht mehr weiterleben. Soll ich es einfach wieder zurückkehren zu Jitro und Schafe hüten, nach all dem, was geschehen ist? Kann ich das überhaupt? Es kann doch nicht sein, dass mit dem Scheitern, das wir jetzt hier am Sinai erlebt haben, alles zu Ende ist. Dann will ich auch nicht mehr. Vielleicht so kann man es dann besser verstehen, was damit gemeint ist. Nimm ihre Sünde von ihnen, wenn nicht, dann streich mich aus dem Buch, das du angelegt hast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.